Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ja, wir waren letztes Mal in Dagobah und ihr werdet es nicht glauben, aber unter diesem Steinchen, so ungefähr, hat sich ein Würfel versteckt. Blauer Machtbataka-Bakta-Tank gefunden. So, und auf dem Schiff war doch auch einer. Naja, den haben wir aber schon eingesammelt. Verarschen. Scheiß Handy. Also gehen wir jetzt fröhlich unsere Wege zu Meister Yoda. Da vorne ist es auch schon. Der Meister höchst selbst ist offensichtlich nicht zu Hause. Nein, okay. Dann müssen wir etwas weitergehen. Hier ist noch ein Stein. Da ist wieder ein Machtkristall. Grüner Bataka. Maximale Gesundheit gesteigert. Im Moment, die Kamera geht mir ein bisschen auf die Nerven. Egal. Und ein roter, ein Schwertkristall. Und da hinten ist ein gelber Erfahrungspunkt vollkommen gefunden. Beschützt ihr diesen Ort? Nein, nur ein Zuschauer. Ich jetzt bin. Dann lasst ihr mich vorbei. Dich hierher gebracht, die Galaxis hat. Dein Weg, die sicher ist. Ihr wisst, wonach ich suche? Etwas Verlorenen. Von dir selbst ein Teil. Was du suchst, im Inneren, du wirst finden. Stellen wir umgezogen. Hier spricht Captain Eclipse. Defensivprotokolle aktivieren. Schilde vorbereiten und scannen. Sicherheitsdienst zum Haupt. Dem folgen du musst, was du gesehen hast. Zur Not auch bis ans Ende der Galaxis. Hier General Ram Kota mit der Bitte, an Bord der Salvation zu kommen. Autorisierung Talos Harun 10 11 38. Code überprüft. Gut, dass ihr wieder da seid, General. Erlaubnis zum Anwenden.
Nacken. Ein Zeichen eines Angriffs. Bleib wachsam. Ein so klarer Blick in die Zukunft wie deiner ist selten unwahr. Und dann wirst du noch froh sein, dass du mich auf Melester aufgelesen hast. Allianzführung streitet über den nächsten Schritt. Wir sind nicht stark genug für ein bedeutsames imperiales Ziel, aber niemand will durch viele kleine Blitzangriffe Leben riskieren. Juno drängt sie, irgendetwas zu unternehmen, selbst wenn es nur ein symbolischer Sieg ist. Hat ihr gesagt, dass ich bei euch bin? Nein. Besser sieht sie dich erst und erfährt es auf diesem Weg. Ihr glaubt immer noch nicht, dass ich ein Klon bin. Ich weiß es nicht. Aber ich fange an zu glauben, dass es egal ist. Ein verschlüsselter Codezylinder? Navigationskoordinaten und Pläne der geheimen Kloneinrichtungen auf Kamino. Alles, was die Allianz für einen erfolgreichen Angriff braucht. Ohne deine Hilfe können wir so einen Angriff nicht starten. Wir müssen auf die Schotte! Alle Einheiten, wir haben die Energie in ihrem Bereich verloren. Ich wusste, dass das passieren würde. Wir hätten sie warnen sollen. Okay, ich werde erstmal was aufrüsten, Jungs. Ihr lasst mir ja gar keine Pause. Aber ich muss erstmal hier... Ich kann auch neue Lichtschwerter ausrüsten. Merke aus. Grün. Fokus. Das war's. Teils. Machtkräfte verbrauchen weniger Energie. Das ist doch eigentlich ganz gut. Dann mach ich das mal auf... Na, die Haupthand. Hab ich jetzt Haupt- und Nebenhand das? Meditation. Das mal Nebenhand. Obwohl. Ah, so ist okay. Dann habe ich neue Kostüme. Und zwar die Traumrobe. Und die Erinnerungsrüstung. Ich finde die Traumrobe aber besser. Kostüm wechseln. Ja. Verzeihung. Das hatten wir doch eben schon. Allianzführung streitet. Moment. Hallo? Über den nächsten Schritt. Hallo? Wir sind nicht stark genug für ein bedeutsames imperiales ja. Ziel. Ich schneide mal kurz. Bis gleich. Weiter geht's! Ja, dass man die Zwischensequenzen nicht überspringen kann, ist ja jetzt doof. Ja, Herausforderung freigeschaltet, okay. Kann ich nicht irgendwie. Was ist los? Ist es das Imperium? Captain, schick dein Sicherheitsteam in Hangar 7. Ja, es passiert derzeit noch gar nichts. Oh, kann ich nicht zerbrechen, schade. Oh, geh auf! Geh doch. Hinter dir! Proxy? Master? Ich dachte, du wärst tot! Oh, das ist eine lange Geschichte. Captain Eclipse und Senator Organa fanden mich auf. Wo ist Juno? Ich weiß nicht. Die Imperialen haben sie in Richtung Deck 7 gebracht. Zur Startrampe. Befehl zum Angriff, General! Master! Seien Sie vorsichtig. Wie ist die Lage, General? Ein Kopfgeldjäger bringt Juno zum Hangar.
Wir haben den Kontakt zu der Sektion des Schiffes verloren. Scheinbar wird dieser Kopfgeldjäger von den Hintereinheiten des Imperiums begleitet. Ah ja. Vor diesem ominösen Kopfgeldjäger wurden wir eben gerade gewarnt. Und wir können die Scheiben anscheinend doch einschlagen. Das wird noch ein Spaß. Leute, das kann ich euch versprechen. So, wie könnte man das jetzt mal drehen? Drehen. Ah. Dreht sich von alleine. Muss ich das jetzt noch? Ja. Da! Strom. Ich habe Strom gemacht. Mann, bin ich gut. So, was geht hier? Ach, das ist ein Fahrstuhl. Die und ihren komischen Fahrstühle! Fuck you! Was geht ab, Mann? Okay. Da lang. Oh mein Gott. Und Scheibe einschlagen! Oh, Scheibe einschlagen! Hey, Scheibe einschlagen! Penner! Was in aller Galaxis ist das? Nehmt das Ding weg! Lauft um euer Leben! Was für ein Ding denn? Ich hör doch RT. Drücken. Ja. Wie eine Sardinenbüchse. Lange Gänge. Hier zieh ich mal. Zieh, Junge, zieh, komm. Da geht noch was, es ist doch nur eine Stahltür. Sehr schön. Wow. Weg damit. What the fuck? Fegt euch! Ich sagte fegt euch! Fegt euch! Ja, fegt euch! Tschatschatschatschatsch! Ah! Weg damit! Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst, oder? Ah, scheiße. Haut! Genau das wollte ich machen. Ging das dann nochmal? Ah ja, LT und B. Haut! Ah! Da kommen wir noch mehr, Mann! Da kommen wir noch mehr, Mann! Abhauen! Ah, weg! Die explodieren nämlich. Wow! Ab! Hauen, ihr Spacken! Oh mein Gott! Und tschüssi! Noch mehr. Kommt alle her, Kinderschins. Ich hab da was! Oh Gott. Nein, du haust ab! Versuch mich mal jetzt mit Schwertern da durchzuschnitzeln hier. Gibt's doch nicht. Zack, ich bin der schnellste King. Weg mit dir. Und weg. War da nicht noch eins? Nee, okay. Das war anstrengend. Aber dafür können wir jetzt, glaube ich, auch Machtpunkte ausgeben. Ja, genau, Rückstoß. Verbessert. Und Strom. Können wir nämlich mega bamsen. Und ein Spätkristall. Rede entwickelt sie auf Kamino. Yay. Neuer Tag gelernt, lernt. Mega cool. Das ist so awesome. Yay. Wow. Wegschlitzen. Abhauen. Haut! Ab! Ui, ich war doch beim Aufladen, du Scheißvieh. Sagte haut ab. Hey. Unterbrech mich nicht beim Aufladen, Mann. Weg mit euch. Mein Gott. Wo ist lang? Da lang? Hier lang. Ist da draußen noch jemand am Leben? Wir brauchen Hilfe auf der Krankenstadt! Ah! Ah!
Ja, was das ist, haben wir doch eben schon mitbekommen.